So, Freunde, da wären wir wieder. Und ich glaube, wo ich gerade dran denke, wir machen jetzt mal noch gerade das bisschen Kompost hier noch, das wir da nachlegen. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal vergessen. Muss man mal gerade die Lautstärke bei mir anpassen. So. Und das muss ich mir noch ausblenden. Nervt irgendwie ein bisschen. So, aber hier nochmal schön Kompost machen. Die Mühle muss fertig werden, Leute. Huch. So. Bibbidi-bobbidi. Und rein mit dem Zeug. So. Eine Motte. So, und wie es aussieht, scheint wohl niemand was dagegen zu haben, wenn ich mal wegen Schmetterlingen gucke. Moon Creatures weiß ich noch nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich werde es wohl vorerst wirklich lassen. Aber das ist halt auch so eine Mod, die kann man einfach mal mittendrin dazu packen. Das stört dann nicht. So. Packen wir wie immer hier nochmal ein bisschen was rein, damit es schneller geht. Zack, 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 zack. Und zack, zack. So, dann ist hier nochmal in der Mache. Okay. Oh, ich glaube, das mit dem Baum hier, das sieht dann schon besser aus. Allerdings würde ich hier auf der anderen Seite auch gerne noch eine Weide haben. Ist jetzt nur die Sache. Habe ich noch eine Schere dabei? Schere, 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 Schere. Ich sehe gerade keine. Kann aber sein, dass ich wieder blind bin. Haben wir eine hier? Nö, haben wir Eisen? Ich habe gar nichts dabei, ne? Mann, ist das traurig. Mann, ist das traurig. Ja, dann machen wir das ein andermal. Und ja, was machen wir denn jetzt heute? Schönes. Hallo, Schmetterling. Das ist gerade so die Frage. Gehen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schaufel reparieren. Und nochmal reisen gehen wollte ich eigentlich nicht. Eventuell können wir mal gucken, ob wir eine kleine Hütte für die Deco-Craft-Sachen machen sollen. Ist dann auch die Frage, wo. Ich will da nichts Großes machen. Vielleicht so ein ganz kleines Hütchen. Vielleicht so eine Größe von Hühnerstall. Und dann nebendran so ein Shop, so ähnlich wie wir das auch schon da hinten haben. Boah, und ich muss da noch mehr Obstsachen machen. Ich finde, das macht noch mal so viel aus hier am Marktstand. Vielleicht, dass wir dem hier dann Gemüse geben. Hier vielleicht noch gucken, dass wir noch einen vierten Obstcontainer bekommen. Ich wollte zur Schmiede. Wir müssen noch mal was zu essen machen. Das machen wir vielleicht auch noch in dieser Folge. Weil wegen Hunger und so. Das, was wir noch an Essen haben, das ist jetzt nicht das Hochwertigste. Und ich habe auch keine Lust, immer mir, keine Ahnung, 8 Hähnchenkeulen in den Hals zu schieben. Wo es auch einfach einen Cheeseburger tun würde. So. Dann hätte ich gerne mal geguckt wegen Obstkram. Allerdings haben wir keine Farbe mehr. Zumindest fast keine mehr. Oh, Hundehütte. Vogel. Boah, hier, Sharpening Stone. Das wäre noch was für die Schmiede hier. Fässer. Oh, gibt so viel schöne Sachen. So viel schöne Sachen, die das Spielen schöner machen. Mit Deko ins Minecraft-Feeling. Gott. So, aber ich guck mal ein andermal durch. Ich will jetzt aber nur diese Marktdinger, genau hier. Dann machen wir vielleicht hier Tomaten, Zwiebeln.
Vielleicht noch grüne Äpfel. Und dann war es auch schon. Hehe, wir brauchen mehr Farbstoffe. Ah, das Ding ist echt super. Also DecoCraft ist echt noch eine super coole Mod. So, haben wir hier eigentlich noch mal so reingeschmissen? Nein, aber... wie repariere ich das jetzt überhaupt? Brauche ich da die Alumite-Dinger? Aluminium, bla bla, das ist noch hier. Brauche ich da jetzt einen Barren zu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit noch nie was repariert. Ingot Cast. Ich probiere es mal, ob ich es damit einfach reparieren kann. So, wenn ich jetzt sage, hier ist meine Schaufel und hier ist Blub. Ja, genau so geht's einfach. Ding, und schon haben wir wieder jede Menge Haltbarkeit. Super. So muss das. So, ist jetzt trotzdem die Sache. Ich schmeiß jetzt mal einfach Aluminium hier rein. Ich meine, das wird sich dann nur noch mit dem Obsidian und dem Eisen hier verbinden und dann bekommen wir halt Alumite, aber das können wir sowieso gebrauchen. Deswegen ist das alles kein Ding. Zack. Komm. Kann man immer mal wieder machen. Gut, das hätten wir. Können wir eigentlich noch die ganze Clay hier komplett reinschmeißen. Ich meine, was soll's. Dann bräuchten wir allerdings auch bald wieder. Und Farbe. Da war halt so die Sache, da wäre das Tulpending nochmal perfekt gewesen. Aber naja, müssen wir mal schauen, wo wir da Kram herbekommen. Mit was könnte man das denn gut farmen? Ja, Tulpen wäre halt super. Die alte Rose ist jetzt von Biome so plenty, wie cool. Ja, es sind glaube ich wirklich nur die Blumen, ne? Die sind mir da teilweise doch zu schade. Was sind das? Okay, Korallen, alles klar. Nee, da wären wahrscheinlich wirklich die Tulpen aus dem Tulpenfeld ganz praktisch. Allerdings, das ist so weit weg, ne? Ich will da nicht nochmal hinlaufen. Hätte man das mal früher gewusst, ne? Hier ist ganz viel rot. Ach, doof. Grüne Farbe kriegen wir einfach aus Kakteen und blaue Farbe, beziehungsweise Lapis Lazuli haben wir ja eh. Das Problem ist rot. So, grüne Äpfel. Einmal bitte hierhin. Ha. Dann Gemüse. Kriegst du einmal hier Tomaten und Zwiebeln. Ach, da können wir noch so viel Schönes mitmachen. Ich freue mir schon. Ich freue mir. So, aber wir wollten ja mal noch gucken wegen einem kleinen Plätzchen für diese Hütte. Ich weiß auch nicht, ob wir es vielleicht hierhin machen sollen, dass wir den Hügel einfach so ein bisschen zurückmachen. Weil ich will ja nichts Großes hier hinstellen. Oder würde es eher da hinten hinpassen? Ich bin mir nicht so sicher gerade, wenn ich mal ehrlich bin. Wobei wir hatten ja auch, was heißt wir? Ich hatte ja auch gemeint, glaube ich, letztens, dass wir das eher so als Schreinerei aufziehen wollen, ne? Und dass es dann vielleicht hinten an der Sägemühle besser passt. Also hier irgendwo. Das was hier hin machen oder da oder hier so, keine Ahnung. Wenn wir wirklich eine Schreinerei machen, bräuchten wir ein bisschen mehr Platz. Das ist so ein bisschen die Misere. Wenn wir es einfach hier irgendwo hin machen würden, würde es eigentlich auch ganz gut passen.
Dass wir hier so eine kleine Hütte haben mit einem Shop. Dass wir hier so das Handwerksviertel haben. Ich meine, hier haben wir Gaststätte, Pferdeunterstand, eine Sägemühle mit einem Holzlager. Ich glaube, wir machen es wirklich hier hin, oder? Ich meine, hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Den Hügel kann man noch ein bisschen zurückdrängen. Dass wir es hier auf die Ecke machen. Dass wir hier vielleicht noch gerade die Bäume ein bisschen stehen lassen. Dass der Eingang zur Mine noch so ein bisschen begrünt ist. Dass wir es dann hier so auf die Ecke machen, oder? Wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich meine, hier haben wir sowieso noch Platz. Ich glaube, das machen wir wirklich hier hin, dass wir dann ab dem Baum hier wegmachen und der Rest bleibt erstmal stehen. Ich glaube, das machen wir so. Allerdings, bevor wir das jetzt machen, möchte ich mal noch gucken. Oh ja. Da haben wir nochmal einiges. Da bräuchten wir jetzt aber noch ein bisschen Eisen dazu. Blub. Und. Achso, hier. Blub. Ich dachte gerade, hä, bin ich jetzt komplett bescheuert? So, wir schlafen jetzt. Und dann wollte ich mal gucken, dass wir, wenn wir schon hier Bäume wegmachen, dass wir uns mal noch diese schöne Axt craften. Welche ist das überhaupt? Ist das sowas hier? Nee, Battle Axe. Lumber Axe. Can fell entire trees. Okay, genau das Ding wollen wir. Fell trees. Okay, wir brauchen so eine Platte, einen Axtkopf, einen starken Gedöns und einen starken anderes Gedöns. Ja, ich bin sehr präzise. Haben wir da alles? Nein. Brauchen so ein großes Toolbinding-Ding. Ja, ich glaube, ich lasse jetzt auch erstmal das Eisen und Aluminium ab. Bup. Bup, bup. Weil ich bräuchte da dann Gold für. Dann nehmen wir mal einen Block raus. Oder haben wir noch von diesem Aluminium Brass? Da hätten wir sogar noch. Dann nehmen wir das stattdessen. Schmelzen das nochmal ein. Flupp. Ich hoffe, das geht keine Verbindung mit irgendwas ein. Aber ich glaube, es um ehrlich zu sein, nicht. Bup, 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 bup. So, ups, das war falsch. Wenn wir gerade dabei sind, ich mache mir mal nochmal gerade eine Schere. Nicht, dass wir die nachher wieder suchen. Zack. Dann mache ich mir da so hier das Ding. Beziehungsweise können wir ja direkt hier machen. Einmal Flup und Cobblestone. Zack. So. Axtkopf sollten wir ja, upsie, hoffentlich noch haben. So, machen wir das weg. Das hier hin. Dann einmal das und plupp. Ja, du kannst wieder weg. Flupp. Und dann fangen wir mal wieder an. Allerdings, 19 könnte sogar noch reichen, wenn wir Glück haben. Fangen wir damit einfach mal an. Dann einen Moment. Das ist kein Axtkopf gewesen. Da brauchen wir noch eine Form. Plupp, plupp. Plupp, plupp. Was war denn das? Das war das hier, ne? Genau. War hier dieses Breitaxt-Ding. Reichen da zwei? Nein, verdammt. Haben wir denn noch Kobbelstone? Kobblestöne? Sieht gerade nicht so aus, ne? Ach, verdammt. Allerdings, wir sind ja direkt bei der Mine, da können wir uns was holen. Und ich bin am überlegen.
ob ich demnächst irgendwann doch vielleicht mal ja, Musik hier reinbringen soll. Ich hatte jetzt mal geguckt, YouTube bietet ja lizenzfreie Lieder an. Da habe ich mal durchgehört. Ein paar ganz lustige gibt es da tatsächlich. Ob wir die einfach reinmachen sollen. Das ist dann halt nicht so das, was ich unbedingt haben möchte. Aber es ist, glaube ich, besser als nichts. So, wir waren hier. Ich wollte Ditte und Ditte machen. Zack. So, da brauchen wir jetzt wieder die Gussform für. Deswegen gehen wir wieder zu dem hier. Flup. So, dann brauchen wir noch. Weg mit dir. Dann nochmal hier Dingens. Bup. Und wir brauchen eine Plate und das hier. Ich glaube, das reicht doch nicht mehr. Verdammt, da müssen wir noch. Da müssen wir noch Obsidian holen gehen. Na, dafür hat es gerade noch gereicht. Aber für den Griff reicht es dann leider nicht mehr. Schade. Aber das Ding würde ich gerne mal noch austesten. Deswegen gehen wir jetzt noch schnell Obsidian holen. Dann machen wir das Ding und testen es mal. Und eigentlich müsste ich noch generell Lava mitnehmen. Dass wir unsere Tanks wieder etwas füllen. Wenn wir denn schon gerade nach unten gehen, ne? Kann man das doch gerade mal tun. So, ich glaube, hier vorne war das direkt genau. Unser Lava-Becken. So, nehmen wir uns hier erstmal gerade Lava. Zack, 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 zack. Und dann geht's mal los. So. Ding, ding, ding. Weiß gar nicht, wie viel wir mal mitnehmen sollen. Vorsichtig. Den Wassereimer mal noch holen. Ist mal so dunkel. Wobei, das liegt, glaube ich, auch eher am Obsidian, weil Obsidian ist halt dunkel. Obsidian. Die Fledermäuse nerven immer so. Bring, 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 bring. Aber die beiden noch. Dann sollte das eigentlich nochmal reichen. Aber nochmal 6 Blöcke, da kann man bestimmt nochmal ein bisschen Allomite mitmachen. Und wupp dich. So. Und wieder nach oben. Da haben wir wieder 4 Eimer Lava und 6 Obsidian. Damit können wir wieder etwas anfangen. Dann können wir die Axt ja auch in Rente schicken, glaube ich. Lauf nach oben, wie der Wind. So. Ach ja, diese Schuhe sind schon praktisch. Muss man ja wirklich mal gestehen. Sodele. Dann kann ich den Wassereimer nochmal kurz wegpacken. Dann machen wir den Tank wieder etwas voll. Zack. Und zack. So, das sieht auch schon nochmal schöner aus. Wir können die Eimer wieder weg. So.
Und dann du da rein. Ein bisschen Eisen haben wir ja noch. Aluminium auch. Warum sind da wieder vier drin? War das eben nicht null? Strange. Aber von mir aus. Dim, dim, dim. Dim. Dim, so, aber. Ah, genau, das hatte ich ja schon mitgenommen. Ditte brauchen wir. Zack. Jo, ne, das war nicht mehr viel. Ah, da haben wir wieder. Sehr schön, dann mach das mal voll, bitte. Juhu, zack. Jetzt basteln wir das mal zusammen. Genau hier. Einmal das bitte. Flup, flup, flup und flup. Schwing. So, wir testen das jetzt mal an dem Baum da vorne. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Sehr schön. Wäre jetzt noch super, wenn die Blätter mit weggehen würden, aber man kann ja nicht alles verlangen, ne? Bob. Oh, muss ich sogar unten anfangen. Alles klar. Wunderschön. Dann können wir mal gucken, dass wir hier noch eine kleine Werkstatt hinbasteln. Gut, aber das war's für heute. Beim nächsten Mal, ja, bauen wir wahrscheinlich wieder mal was. Seit langem, seit langem. Gut, dann wie immer danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö.